Von 17 Jahren habe ich im Jugend- und Kulturzentrum Hallein, der Zone 11, die Möglichkeit bekommen, Visuals zu machen. Es war damals ein total neuer Begriff, in diesen neuen, jungen Jugendkultur aufgekommen ist, wo sehr viel elektronische Musik gespielt wurde, DJs waren da. Ich bin dann immer mehr und mehr und mehr in diese Performing Arts-Richtung reingerutscht und habe dann über Jahre Live-Visuals zu Veranstaltungen gemacht, Videoinstallationen und auch Videokunst dann quasi begonnen damit zu machen. Ich habe immer versucht, quasi neue Welten zu erschaffen, während ich Live-Visuals gemacht habe und die Personen, die Audience, quasi durch eine Welt zu führen, die nicht nur mit Musik bespielt wird, sondern dann auch mit den Bildern quasi neu geschaffen wird. Von der Ästhetik her war es damals so, ich habe die Welt rundherum quasi aufgenommen. Ich hatte eine kleine Videokamera und habe mitgefilmt, was es quasi in der echten Welt gibt. Und zeitgleich waren es auch so geometrische Formen und Figuren, die man jetzt neu erschaffen konnte, digital. Das war irgendwie so ein ganz neuer Style und ganz eine neue Richtung, die mir gefallen hat. Und ich habe diese zwei Welten dann miteinander versucht zu verbinden. Also es war einerseits rein digital im Computer geschaffene mit dem von der echten Welt in eins zusammengewürfelt. Bei dem Projekt Radiohead, Okay Computer, I want full manual control now, geht es genau um den Punkt, es kommt eine neue Technologie her. Kann der Computer den Menschen ersetzen? Meiner Meinung nach geht das nicht. Das ist immer ein Zwischenspiel zwischen Mensch und Maschine. Radiohead und dieses Album, was damals Thom Yorke ins Leben gerufen hat, was 1997 war, behandelt genau diese Thematik, in der ich mich jetzt wieder sehe. Wird der Computer den Menschen übernehmen? Es kommt eine neue Technologie daher. Sie beängstigt, sie scheint irgendwie so eine Dystopie auszulösen. Es ist eine ungewisse Zukunft, wir wissen noch nicht, in welche Richtung es geht. Und genau das hat Thom Yorke damals auch beschrieben. Die Texte handeln davon so. Der paranoide Android, Paranoid Android, ein Computer, der sich in dieser Welt nicht mehr findet. Es gibt mehrere KI-Projekte, die jetzt da irgendwie in der Pipeline stehen. Das eine ist im Endeffekt die Auseinandersetzung mit dem Künstler Egon Schiele. Und kann man seinen Geist quasi wiederbeleben? Kann man seine Kunst neu gestalten oder neu generieren lassen? Kann man das ins Jetzt transponieren? Aber ebenso auch ein Theaterstück zum Beispiel, das eigentlich die Technologie an und für sich einsetzen sollte. Was ist, wenn wir Maschinen entwickeln, die aussehen wie Menschen, die denken wie Menschen, die fühlen wie Menschen? Was passiert mit den Menschen an und für sich? Und diese Grundfrage begleitet uns ja permanent. Und diese Frage nach dem, wird der Mensch dann von der künstlichen Intelligenz ersetzt? Imagine the horses looking at an early automobile in the year 1900 and pondering their future. I'm worried about technological unemployment. Ich möchte quasi der Gesellschaft mitgeben, dass man die Technologie entweder zum Freund oder zum Feind haben kann.